und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ein Baukonto machen, weil die meisten Banken jetzt, wenn sie sagen wir mal, für 250.000 Euro bauen, dann wollen die jetzt nicht erstmal den Klempner zahlen mit 2.000 Euro, dann den Gasanschluss mit 2.000 Euro, dann, weiß ich nicht, die Baugenehmigung, sondern die sagen, das muss im größeren Schwung, ja, also was weiß ich, in der Regel 25.000 oder 30.000 Euro und dann lassen sich das auf ein separates Konto überweisen und dann können sie den Elektriker und die anderen Jungs eventuell schnell bezahlen und können dann nochmal das Konto ziehen. Das ist auch nochmal eine schöne Sache. Ja, voll so im Schnitt 3%, was weiß ich, bei 100.000 sind auch nochmal 3.000 Euro. Dafür können wir dann schon wieder sagen, jetzt nehmen wir die teuren Fliesen oder was auch immer. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.